Guten Morgen. 30 Tage 30 Vlogs. Wir sind bei Tag 13 und heute ist so ein Tag, da weiß ich gar nicht, was ich drehen soll. Also meistens habe ich einen Plan, was so passiert. Heute weiß ich das nicht. Heute habe ich Büroarbeit vor mir, ziemlich den ganzen Tag. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit der Kamera. Wir gucken mal, ob was passiert oder ob nichts passiert. Wenn nichts passiert, dann kommt jetzt gleich ein kleiner Vorspann. Und dann kommt mein kleines Geheimnis. Und wenn was passiert, dann kommt jetzt noch mehr. Also, wenn euch das interessiert, ob was passiert, dann bleibt dran. Der Tag, der beginnt heute mit einer Unwetterwarnung. Ich habe es gerade im Radio gehört. Sturm über Bremen und Norddeutschland. Die Fähren nach Wangerooge und nach Spiekeroog fahren nicht mehr. Wir müssen uns auf Unwetter einstellen. Es ist jetzt 10 nach 8 und es ist wirklich ganz dunkel, was nicht nur hier an dem dunklen Himmel liegt. Heute bin ich der Erste hier. Seht ihr, da steht ja noch mein Greenscreen, vor dem ich gestern gedreht habe. Kann losgehen. Jetzt passiert heute also doch noch was, was euch interessieren könnte, denn der erste Clip ist fertig. Yes. Wollt ihr den ersten Clip mitsehen? Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Ja, ist gerade gekommen per Mail. Der erste Clip hier, den wir am Samstag gedreht haben, von den Weserstars. Und hier darf ich noch mal zeigen. Und gestern hatten wir schon ein großes Foto in der Bremer Zeitung. Und hier... Ich versuche mal die Kamera drauf zu richten, dass wir uns das hier mal alle live angucken können. Also seid ihr live dabei. Mal gucken. Super. Wenn ihr nach einem harten Tag auch weich landen wollt, wir haben die richtigen Betten dafür. Wittushammer in Bremen Nord. Klasse. Nicht schlecht, das ist ja echt professionell. Ja, das ist echt gut. Ja, also nochmal, nochmal, ja, nochmal, ja, nochmal. Wenn ihr nach einem harten Tag auf. So, Mittagspause. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause zum Essen. Ich bin jetzt auf dem Weg in die Bremer Innenstadt. Es ist kurz nach 14 Uhr, um da vom Bahnhof
einen meiner Mitarbeiter abzuholen, den Herrn Sentürk. Der war heute mit dem Zug unterwegs und auf der Rücktour schauen wir dann einmal in Paradise vorbei. Das ist das Eisstadion in Bremen. Da wurde die Tage unsere Bandenwerbung montiert. Es wird gerade Eis gemacht dort, um mal zu schauen, ob das alles so richtig geworden ist. Und hier ist richtig Sturm in Bremen, also was hier alles auf den Straßen rumliegt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann so genau hier. Ich glaube aber schon. So, die Säule hier am Bahnhof ist frei. Mein Mitarbeiter, der müsste hier auch gleich ankommen, so dass wir noch ein bisschen Sturm mitnehmen können. Und an so einer 22 kW Säule der SWB, da kriegen wir so um die 100, 110 Kilometer pro Stunde in den Akku. So, da haben wir unsere Bande. Wobei die, glaube ich, noch nicht ganz fertig ist. Die Sparkasse ist da halb abgeschnitten. Die muss da, glaube ich, noch weg. Und da oben haben wir unseren Banner. So, hier haben wir die Eismaschine. Das faszinierendste Ding in so einem Eisstadion. Und hier draußen, da wird das Eis gemacht. Das dauert jetzt 4-5 Tage, dann ist das fertig und dann kann auch hier Schlittschuh gelaufen werden. Wieder zurück in der Firma ist es nun an der Zeit, euch mein kleines Geheimnis zu verraten. Und zwar viele, die jetzt vielleicht später hinzugekommen sind, denen sei gesagt, ich mache eine Challenge und diese Challenge heißt 30 Tage 30 Vlogs. Und ich habe gesagt, ich versuche einmal an 30 Tagen hintereinander und zwar den ganzen September jeden Abend ein Video hochzuladen. Und zwar soll es zwischen 22 Uhr und 24 Uhr erscheinen und jedes Mal verrate ich eine kleine persönliche Geschichte über mich. Und heute ist die persönliche Geschichte und zwar aus aktuellem Anlass, weil Bärbel, du hast geschrieben, Mann, an dir ist ja ein Schauspieler verloren gegangen. Ja, ich habe von 1994 bis 2006 Theater gemacht beim Stadttheater Fegesack. Dort war ich erst Mitglied als Schauspieler, habe dann Regie geführt und habe irgendwann den Verein geleitet. Ja, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und da habe ich auch meine Frau Imke kennengelernt und das verbindet uns bis heute. Nun ja, heute mache ich das nicht mehr, heute mache ich YouTube. So, es ist 19 Uhr, der Tag geht zu Ende. Wir haben es wieder geschafft. Tag 13, ein nächster Vlog wird gleich veröffentlicht. Ich fahre jetzt nach Hause und schneide das Ganze und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ja, von Tesla habe ich noch nichts gehört. Der Shorty, der ist immer noch in Hamburg. Ja. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen ist ein nächster Tag. Euer Dennis Wittus. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dafür einen Daumen hoch. Ansonsten morgen heißt es wieder 30 Tage, 30 Vlogs. Bis dann und tschüss.